Vom Fahrerlager zum Startplatz, durch einen Tunnel, wie Sie sehen, auch hier eine Einbahnstraße. Die Monteure kommen mit. Und in wenigen Sekunden wird es dann soweit sein. Sich am Start eine Spitzenposition zu holen, das ist ein ganz wesentliches Moment auf dem Nürburgring. Jeder weiß heute, dass diese Strecke der schwierigste Kurs der Welt ist. Auch hier ist beim Boxenaufenthalt rasches und vor allen Dingen kluges Handeln oberstes Gesetz. Die ersten beiden Kurven nach dem Start, die sogenannte Südschleife auf dem Nürburgring. In jeder Kurve, auf jedem Meter, gilt es Bruchteile. Nur wenn dann alles geklappt hat, wenn alles harmonierte und auch ein bisschen Glück dabei war, steht am Ende der Erfolg. Kein Wunder.
In Europa beginnt die Motorsportsaison Ende Januar. Beginnt mit der berühmtesten und härtesten Rallye, von der die ganze Welt spricht, der Rallye Monte Carlo. Seit Monaten haben die Werksteams von Lancia, von Renault, von Ford und natürlich auch von Porsche in den französischen Seealpen trainiert. Von Monte Carlo, seinen Palmen und seinem Spielcasino sehen Vic Elford und 1969 mit Björn Waldegard diese wichtige Prüfung im Gesamtklassement gewinnen können. Und 1970 kommt Porsche wiederum mit dem schwedischen Rallye-Ass Waldegard zum Hattrick, zum dritten Sieg in ununterbrochener Reihenfolge. Es wird sogar ein Doppelsieg, denn Larousse, der Franzose, kann zuletzt noch den besten Renault Alpine schlagen und Zweiter werden. Als die schnellen Wagen in die erste Runde gingen. Und selten hat es ein Rennen gegeben, bei dem sich auch unter den Spitzenfahrern so viele gedreht haben und so viele querstanden wie hier. Im Regen sprüht ja eine ganze Gischtfahne hinter den Wagen her und es ist sehr schwierig, im Pulk zu fahren und zu überholen. Brands Hatch liegt im Südosten von London. Dort wird auch sehr häufig der englische Grand Prix gefahren. Die Zuschauer, die trotz dem starken Regen kamen, wurden durch die spektakuläre Fahrweise ihrer Straße und die aufregenden Zweikämpfe mehr als entschädigt. Für die Gulf Porsche des John Wyatt Teams waren nicht nur die Ferrari, sondern auch die mit Piers Courage und De Adamic besetzten Alfa Romeo und die Matra, die mit Brabham, Beltoise und Pescarolo antraten, eine ernste Konkurrenz. Zur Verstärkung hatte Porsche Salzburg für den einen Wagen den englischen Grand Prix-Fahrer Dennis Halm verpflichtet, der mit Elford zusammenfuhr. Die Flaggenposten, die hier in England vorbildlich arbeiteten, hatten viel zu tun, um immer wieder die nachfolgenden Fahrer zu warnen, wenn ein Fahrzeug quer stand, und benutzten auch eifrig ihre blauen Flaggen, um anzuzeigen, dass ein Konkurrent überholen will. Trotz dem zeitweilig so starken Regen gab es aber keinen nennenswerten Unfall. Nur in der Mitte des Rennens war die Bahn etwas abgetrocknet, aber später setzte erneut leichter Regen ein. Die Strecke von Brands Hatch ist verhältnismäßig kurz. Eine Runde misst 2,65 Meilen, das sind nur 4,26 Kilometer. Auf diese Weise sind 1000 Kilometer nicht weniger als 235 Runden. Hier in Brands Hatch kann Porsche einen seiner größten Erfolge erringen, einen vierfachen Sieg. Rodriguez und Kinnunen gewinnen mit dem Golf Porsche 4,5 Liter. Danach fahren Elford Halm und Hermann Atwood mit dem Salzburger 917 über die Ziellinie. Ferrari erst auf dem fünften Platz. Dann kommt noch einmal ein Porsche. Das freut Dr. Porsche ganz besonders. Fahrer Nummer 1 übernahm. Er war wirklich großartig. Er fuhr die schnellste Runde und ging als Zweiter durchs Ziel. Die Targa Florio-Strecke ist einmalig, 70 Kilometer lang, und es ist nicht so einfach, sie genau zu kennen. Nicht sonderlich anstrengte. Erst in der dritten Runde merkte, dass Wagen, die hinter ihm auf der Straße waren, in Wirklichkeit vor ihm lagen. Der Siffert Redman-Wagen ging dann auch erst in der siebten der 11 Runden. Hatte Porsche auch schon die Markenweltmeisterschaft gewonnen, aber ein Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans war dem Zuffenhausener Werk nicht vergönnt gewesen. Wird es bei diesem Rennen klappen?
Es ist imponierend, wenn in der ersten Runde der Pulk von 56 schnellen Wagen über die erste Kuppe nach Start und Ziel fährt und dann die Linkskurve anbremsen muss. Hier muss wirklich auf den Zentimeter genau gefahren werden und man muss im Rückspiegel genau sehen, ob nicht ein schnellerer Wagen von hinten ankommt und noch überholen will. Die erste Kurvenfolge in Le Mans nennt man ganz einfach die Esse. Es ist eine Links-Rechts-Links-Kurve, dann folgt eine kurze Gerade und dann kommt Tertre Rouge, eine Rechtskurve, von der aus man auf die lange Gerade kommt, 5,5 Kilometer mit Vollgas. Le Mans ist ein Kurs, wo die Wagen im fünften Gang auf Höchstgeschwindigkeit übersetzt sind. Und das heißt heute bei den Sportwagen mit 5 Liter Hubraum 340, 350, ja sogar noch knapp über 350 Kilometer pro Stunde. So schnell geht ein 917, natürlich auch ein 5 Liter Ferrari. Solche Geschwindigkeiten auf normaler Straße, das bedarf genauer aerodynamischer Stärke bei Seitenwind. In Le Mans ist es gewöhnlich immer etwas windig und es gibt kaum ein 24-Stunden-Rennen, bei dem nicht ab und zu ein Regenschauer niedergeht. Nürburgring. Die lange Doppelreihe der Wagen schiebt sich über die Betonschleife in die Zielgerade. Der Führungswagen der Rennleitung schert aus. Und das ist der Indianapolis-Start, der 1000 Kilometer durch die Eifel. Zwei rote Fahrzeuge setzen sich gleich vom Feld ab. Jacques X im Ferrari und Rolf Stommelen im Alfa. Dahinter schier endlose Massen der Rennwagen. Porsches, Alphas, Ferraris, Chevrons und Lolas. Und die Klasse der Gran Turismo-Wagen, die sich bereits jetzt schon frech zwischen etliche Sportwagen größeren Kalibers schiebt. Hinauf in die Gegengerade, dann in die Linkskurve, hinter in das Geschlängel des Hudsonbach-Teils, wo sich das gigantische Wagenfeld schon auseinandergezogen hat. Beträchtlich voraus eilen die Großen des Rennens. X weit in Führung. Schon etwas abgeschlagen sind Stommelens Alpha und Elforts Martini Porsche. Weiter hinten folgen noch dicht auf die GTs und die kleineren Sportwagen. Einlauf zur zweiten Runde. Zielgerade. Die Nummer 15, der kleine 3 Liter Ferrari, taucht auf, souverän in Führung. Stommelen folgt. Immer noch erbarmungslos von Vic Elforts Porsche gejagt. Und dann ein größerer Pulk. Sifferts Golf Porsche, Van Lenneps Martini Porsche, De Adamitschs Alpha, Rodriguez Golf Porsche und Hesemanns in einem weiteren Alpha. Der Rest der Wagen ist... Nichts wird den Fahrern und den Maschinen auf dem harten Eifelkurs geschenkt. Die berühmte Rennstrecke verlangt das Letzte von der Technik und das Härteste vom Menschen mit ihren unzähligen Kurven, ihren Berg- und Talfahrten. Die Pulks fahren vorbei an steilen Hängen, an Tausenden von Zuschauern, an Zeltlagern, rennbegeisterter Fans, durch Täler, vorbei an malerisch verträumten Ortschaften, durch Wälder und über lange, holprige Geraden. Hier wird gerade ein GT von einem Pulk schnellerer überholt. Stommelen hat noch Zeit zum Dankeschönwinken an den Boxen in die Südkehre, jene 180-Grad-Kehre, die schon manch einer nicht hatte meistern können. Im Powerslide ziehen Vic Elfer und Rolf Stommelen durch diese Kurve. Der Kampf der Gran Turismo-Wagen ist nicht minder hart als der an der Spitze. VW-Porsche duellieren sich mit ihren Stammesgenossen Porsche 911.
Rallye-Asse wie hier Björn Waldegard driften verwegen in den Kurven. Doch die Großen sind erheblich schneller und lassen die GTs fast stehen. Die ersten Boxenstopps finden statt. Reinhold Joest wechselt mit Willi Kausen. Am 5 Liter Porsche 917 werden Reifen geprüft. Es wird nachgetankt und auf geht die Fahrt. Noch liegen viele hunderte von Kilometern vor ihnen. Dessen Lenkrad inzwischen der Schweizer Clay Regazzoni sitzt. Inzwischen haben fast alle Fahrer gewechselt. Boxenaufenthalte unterschiedlicher Dauer ließen die Reihenfolge der Fahrzeuge etwas durcheinander geraten. Manche Motorhaube. Der Porsche von Siffert. Die Motorenschlacht fordert ihre Opfer. Noch immer zieht der Werks-Ferrari den übrigen Rennern davon. Das lässt den Porsches und Alphas nun freie Bahn. Runde um Runde wird abgespult. 44 mal 23 lange, gefahrenreiche Kilometer. Dicht stehen die Zuschauer am Rande hin und manches fahrerische Duell reißt sie von ihren Sitzen. Langsam beginnt es sich abzuzeichnen. Wiederum wird es ein Porsche sein, der als erster durchs Ziel fahren wird. Die Zuschauer jubeln, wenn der Führende, der Franzose Gérard Larousse, im Martini Porsche 908 vorbeizieht. An Start und Ziel hebt sich nun die Flagge, die das Ende der schier unendlich erscheinenden Motoren. Presse und Fotografen empfangen die Sieger Larousse und Elfer. In knappem Abstand jagen die Nächsten durchs Ziel. Rodriguez. Dann Marco, der trotz beispielloser Aufholjagd an Rodriguez nicht vorbeikam. Dr. Helmut Marco, der einen Monat später in Le Mans gewinnen soll, ist unglücklich über seinen dritten Platz. Gérard Larousse links und Vic Elfour genießen ihren wohlverdienten Sieg. Porsche konnte mit einem Dreifacherfolg diesen Tag beschließen. Ein Tag für Porsche, das 17. ADAC 1000 Kilometer Rennen 1971. Being on the front row of the grid is important going into the first turn of the race. And all the competitors were doing their best to earn the most favorable starting position. Many teams use special tires and push their engines a little extra in search of additional speed, although such setups would not last under racing conditions. And the Porsche came home with the fastest lap time, obtaining the pole position in its first head-to-head competition with Mattson down the pit straightaway and through turns one and two. Mark, enjoying his obvious advantage, settled back and began to open up his lead. Donahue's patience soon paid off. George held on and on his 61st tour of the circuit picked up the checkered flag, won the race and brought the 1972 Canadian-American Challenge Cup Series officially to a close. Winning the Can-Am Championship was really one of the goals that we set out to do the first time we talked to Porsche, probably back in October, November of 1971. It was a challenge to take on the McLaren, the people who had been getting all of the publicity. Im Sommer 1973 entstehen im Porsche-Werk 15 identische Carrera RSR, bestimmt für die besten Rennfahrer der Welt. Die Wagen gleichen einander wie ein Ei dem anderen.
In der Konstruktion, Reiseziel ist Riverside in Kalifornien, wo man diese Porsches mit Spannung erwartet. Denn sie sollen in einem der spektakulärsten Ereignisse in der Geschichte des Automobilsports. Die Autos sind absolut gleichwertig. Gibt es zwischen den Meisterfahrern Unterschiede? Wenn es um Dollars geht, gehen die Profis hart zur Sache. Im zweiten Lauf siegt George Vollmer, im dritten wieder Mark Donohue. In Daytona Oval wird Windschattenfahren großgeschrieben. Es bringt die Carreras dicht an die 300-Kilometer-Grenze heran. Der Sieger des Rennens aber heißt wieder Mark Donohue. Das neue Auto läuft wie ein Uhr. Ersten Einsatz am Nürburgring vor. Frau Doris und die Kinder Caroline und Thomas freuen sich, dass der Papa einmal zu Hause ist. Bevor er Rennen fuhr, war Schurti mehrmals Schweizer Motocrossmeister. Hier beginnt alles. Die Start- und Zielgerade von Le Mans. Der berühmte Dunlopbogen. Die Anfahrt zur Indianapolis-Kurve. Eingang im vierten Gang. Hier. Zurück auf den zweiten. Kurz in den dritten. Für Arnage und dann wieder zweiter und erster. Autos war das weit. Rolf Stommelen im 935 attackiert schon in der ersten Runde auf der Außenbahn. Thank you.
Henri Pescarolo im grünen Helm hat von X die Nummer 3 übernommen. Der Routinier gibt sein Debüt bei Porsche. Die Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Kommt. Langsam, abgekämpft, aber er kommt als Sieger. An den vor Stunden niemand mehr geglaubt hatte. Für Porsche ist es der vierte Sieg in Le Mans, aber zugleich der denkwürdigste. Und Start. Kurz vor der Stadt beginnt bereits die Steppe. Beginnen die staubigen Straßen, kommen die ersten Wasserlöcher. Gefährlich, die rettende Flugzeug bekam von den Fahrern nur die Funkmeldung: Everything's under control and okay. Björn Waldegard auf seinem Porsche zischt nur so durch die Fluten, eben ein Vollprofi. Und nun konnte für einige hundert Kilometer voll aufgedreht werden. Alle motorsportlichen Veranstaltungen in der ganzen Welt konnte Porsche bisher gewinnen. Aber auch dem fünften wurden trotz eines Überschlags kurz vor dem Ziel auf ihrem Datsun noch Dritte. Mit Spannung erwartet die ersten Runden auf dem werkseigenen Rennkurs von Porsche. Jürgen Barth testet behutsam die Reaktionen des nagelneuen Autos. Alles lässt sich gut an. Rennleiter Peter Falk zelebriert die Taufe. Porsche 956 001 muss vor dem ersten Renneinsatz 1000 Kilometer Marta auf der Rüttelstrecke überstehen. Für Le Mans werden drei neue Wagen gebaut. Ein Sponsor ist Hochspannung vor dem Start. Porsche Nummer 1 und Nummer 2 haben sich für die ersten Startplätze qualifiziert. Mit Rekordrunden von Jacques X und Jochen Maas. Auf dem dritten Startplatz steht Bob Wolleck mit dem Start. Das Warten hat ein Ende. Die flachen Flundern der Gruppe C liegen in Front. Dazwischen zwei offene Lancia Gruppe 6. Auch Porsche Nummer 3, der im Training Bremsenprobleme hatte, kommt nach vorn. Ein erprobter Boxenstratege. I don't know, for the meantime, well, yeah. Maybe we should change it, but at lunchtime or something, yeah. Because no point to waste time, yeah. Before we stop. Yes, John, it's only 15 minutes, then we will, yeah. Stop. Oh, okay. Yes, okay. Lichtmaschinen, weiß ich das auch. Ja, und die wollen die auch.
go into the top corner, and then the pace car will pull off, and the 1984 Nürburgring 1,000-kilometer race will be on. Away goes the massive field into the first S-bend, and it's Stefan Belf who leads with the number two Rothmans Porsche. And Stuck is right behind, then Palmer with a Cannon Porsche, followed by the Lancia of Bob Wallach. Then it's the second Rothmans car of Jochen Mass, but still leading number two at the far end of the circuit, but Stuck right behind him. Three Porsches lead, one Lancia. Nannini with the second Lancia there in sixth place. And this giving us a very fine view of the bottom end. Then Oscar Lerari in seventh place. Still, it's Stefan Belhoff leading. But Hans Stuck right behind him. In fact, the top five cars pulling away a little bit from the Lancia of Sandro Nannini. And looking down the inside goes Hans Stuck. Stuck trying to take the lead. They're side by side around this long hairpin. Stefan Belhoff with the number two car is sliding wide. Stuck looking to the inside, though, still in second place. The track just that little bit slippery, all the five Lancia in sixth place. And the Stuck Porsche has taken the lead. Hans Stuck has taken the lead of the Nürburgring. Mazda's about to be lapped. And the battle for second and third place are going either side of that Lola. And oh, the Lola almost gets squeezed out. A change of position again in second place now. Palmer with the Cannon Porsche in third place. Belhoff with the Rothmans Porsche. It's Hans Stuck still leading, and Ryan Hans Stuck with the Schieser Brun Porsche, number nine. They're bound to come in for their first fuel stop as well. Are the two Rothmans works cars, the number one and the number two car. Jochen Mass will change over to Jackie Ickx. They were in fourth place prior to this stop. This is an unscheduled pit stop, and we'll drop him right back. Meanwhile, the Skull Bandit Porsche of Thierry Boutsin, David Hobbs, there they are, the number 33 car. As we head towards the second pit stops, in the lead, the Cannon Porsche of Jan Lammers. Second place, some 12 seconds behind the number two Rothmans Porsche of Derek Bell. Third, the Skull Bandit Porsche of Boutsin Hobbs. Fourth, Harold Groves with the Schieser Porsche, the Brun number nine car. In fifth place is Riccardo Patrese and Bob Wallach with the number four Lancia, one lap behind. The second round of fuel stops, in comes the lead car, the Cannon Porsche driven by Jan Lammers. He'll change over to Jonathan Palmer. This team have led the races at Monza, Silverstone for one lap at Le Mans. Will they win here at the Nürburgring? The wheels being taken off to check the brake pad wear. And just look at the brake pad dust. The new Nürburgring circuit being very hard on brakes. And they're going to have to change the brake pads on that car. That is going to cost them some time. Thank you, Stefan. In comes the Tiger that leads the Group C2 category. And in comes the number two Rothmans Porsche. Out gets Derek Bell. In gets Stefan Belhoff. The Cannon Porsche is still stationary in the pits, having its pads changed, as is the number two car. Derek Bell looking very hot and bothered. Belhoff strapping himself in. The car being refueled. There is the Cannon Porsche still in the pits, having its brake pads fitted. This is costing them dearly. The number two car gets away. They will be in the lead of the race. Slide home into the calipers. They too are putting on the slick dry weather tyres. A surprise, I think. And still problems at the front. There you can see the red brake pads. They're trying to slide them home into those brake calipers. Norbert Singer looking on anxiously. The leader, the Rothmans Porsche of Stefan Belhoff and Derek Bell. Bell driving here in the wet. Derek, an acknowledged wet weather expert, but now closing in on them, having unlapped themselves, is the Skull Bandit Porsche of Thierry Boutsin. It's to the checkered flag. Can David Hobbs hold off? There is a checkered flag waiting for him at the end of the 6 hours. Belhoff wins for the Rothmans Porsche team. Belhoff 1984 World Endurance Championship for drivers. The title Bell so dearly wants to win this year. Eight different leaders and many more changes of lead ensure that after the thrilling battle of Le Mans and the dogfights of the Nürburgring World Endurance race,
And the Monfetti shot is coming in 3, 2, 1.